Auch wenn Berliner und Brandenburger den neuen Hauptstadtflughafen Willy Brandt in Schönefeld vorläufig noch nicht nutzen können, besichtigen konnten sie ihn schon. Am Wochenende lud die Flughafengesellschaft von jeweils 10 bis 19 Uhr zu den Publikumstagen auf das Gelände des BER. Die An- und Abfahrt war ausschließlich über kostenlose Shuttlebusse möglich, die an beiden Tagen zwischen dem Airportgelände und den S-Bahnhöfen Schönefeld, Altklinike, Grünau, dem U-Bahnhof Rudow sowie dem Parkplatz im Businesspark am Flughafen Schönefeld pendelten. Auf dem Vorfeld des Flughafens erwarteten die Gäste ein Familienfest. Flughafentechnik vom Schlepper bis zur Enteisungsmaschine waren ausgestellt, darunter ein Airbus 320 und eine DC-3, welche besichtigt werden konnten. Zwischen Riesenrad und Fressbuden fand man Stände von Vereinen wie Alba, Hertha BSC und des 1. FC Union. Flughafengesellschaften und Touristikunternehmen boten Informationen rund ums Reisen. An Modellen des Hauptstadtflughafens erklärten Mitarbeiter des BER den Stand der Bauarbeiten und den Ablauf des geplanten Flugverkehrs. Auf zwei Bühnen sorgten DJs und Bands für Partystimmung. Vom aktuellen Stand der Bauarbeiten konnte man sich beim Rundgang rund ums Terminal selbst überzeugen, wobei das Herzstück des neuen Airports, das rund 40.000 Quadratmeter große Terminalgebäude, geschlossen blieb. Durch geöffnete Türen konnte man dennoch einen Blick auf die Arbeit der Bauleute erhaschen. Für die Terminverschiebung der Eröffnung gab es hingegen wenig Verständnis. Naja, normalerweise, wenn man das überlegt, dass so viele Betriebe und so viele Leute daran arbeiten, kann man das an und für sich nicht verstehen, warum das nie geklappt hat. Das hätten sie gleich sagen sollen, ein bisschen später. Aber 3. Juni ist ein bisschen, naja. Ja, ich finde es schon, muss man sagen, also wenn man internationale Großprojekte in dieser Größenordnung sonst so sieht, ist es eigentlich nicht üblich, das so kurzfristig zu verschieben. Finden wir nicht so toll. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall, Sicherheit ist wichtig und es ist dann besser, lieber jetzt ein bisschen Zeit zu lassen und es jetzt nicht übers Knie zu brechen, sondern dann lieber zu sagen, okay, wir verschieben es jetzt auf November oder Dezember und dann ist es aber auch wirklich fertig. Flughafenchef Rainer Schwarz und Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit erläuterten am Samstag nochmal, was genau fehlt, um den Flughafen pünktlich zu eröffnen und welche Konsequenzen aus der Situation entstehen werden. Am Ende des Tages fehlt eine funktionierende Brandschutzanlage. Und ohne eine Brandschutzanlage können Sie ein solches Terminal nicht in Betrieb nehmen. Wir haben auch eine ganze Reihe von anderen technischen Funktionalitäten, die noch nicht dargestellt sind. Aber das hätte letztlich nicht dazu geführt, dass wir hätten die Inbetriebnahme nicht machen können. Wenn eine Türsteuerung beispielsweise, die automatisch vorgesehen ist, nicht funktioniert, dann kann man die Türen auch manuell öffnen. Aber das K.O.-Kriterium ist am Ende des Tages die Frage der Brandschutzanlage und die funktioniert eben nicht. Und wir werden, das ist allerdings dann die Herausforderung mit denjenigen, die dann das zusammenführen, die Planung machen und die Umsetzung machen, auch Tacheles reden, weil das ist völlig klar, das wird nicht einfach verschwiegen werden, sondern es wird auch aufgearbeitet werden. Und gegebenenfalls müssen auch Konsequenzen gezogen werden, sage ich mal. Das ist auch völlig klar. Aber es nützt auch nichts, dann gleich zu schreien, ja, hängt den mal. Und dann sind die anderen glücklich, dass sie nicht dabei sind. Das hilft uns nicht weiter, sondern wir haben hier einen Flughafen fertigzustellen. Und das wollen wir erreichen. Ich glaube, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht von uns.